freue mich sehr, dass Sie sich zu so später Stunde noch hier raus bemüht haben. Ich darf Sie nun bitten, Ihre Fackeln in den dort für Sie bereitstehenden Sandeimern zu löschen. Und nun wird dort oben mein Kollege von der Deutschen Edison-Gesellschaft nur einen einzigen Schalter betätigen und so mit nur einer Handbewegung alles beleuchten. Herzlichen Dank und herzlich willkommen in Frankfurts erstem und neuen Zentralbahnhof. Ja, das ist ja fantastisch. Ja, schau lieber, wo du hintrittst, Karl Gustav. Aber sieh doch, das ist alles elektrisches Licht. Das reinste Wunder moderner Physik. Also was jetzt? Physik oder Wunder? Beides geht nicht. Dieser Bahnhof ist ein Symbol. Es ist der Geist der neuen Zeit. Bald wird man mit dem Zug und der ganzen Familie überall hinfahren können. Vielleicht sogar nach England. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten Sie nun bitten, die Luft anzuhalten. In Kürze wird unsere Dampflok den Ärmelkanal durchtauchen. Du hast Fieber, Karl Gustav, du gehörst ins Bett. Ich darf diese Chance einfach nicht verpassen. Du weißt, du kannst dich auf mich verlassen. Halt mich fest, gleich fährt der Zug ein. Halt mich fest, Gedanken werde ich bei dir sein. Halt mich fest, halt mich fest, gleich fährt der Zug ein. Halt mich fest, die Gedanken werde ich bei dir sein. Frankreich! Holländischer Maler schneidet sich ein Ohr ab, um besser malen zu können. Alles sehr tragisch für die Betroffenen und fair, exklusiv für die Leser. Der Kaiser ist tot! Es lebe der Kaiser! Als diensthabender stellvertretender Stationsvorsteher bin ich dazu angehalten, Ordnungswidrigkeiten sofort zu unterbinden. Diensthabender was? Ein Kopfbahnhof, meine Herren, das bedeutet, dass der größte Fortschritt in unseren Köpfen stattfinden muss. Nicht umsonst wurde unser Bahnhof kürzlich als Kathedrale des Fortschritts bezeichnet. Mit dem Frankfurter Hauptbahnhof sind wir Hessen wieder einmal unserer Zeit vorausgeeilt. Dankeschön, Herr Baumeister. Große und kleine, er hält die Fenster zu einer neuen Welt. Und vielleicht leuchtet eines davon auch für mich. Und stopp! Irgendwie finde ich unsere Lage hier noch nicht so ganz ideal. Nein! Meine Damen, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Nein, 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 nein. Oh, Herr Stationsvorsteher. So etwas erlebt man nur einmal im Leben. Und nur weil dieses Land ständig um seinen Kaiser trauern muss, heißt das ja noch lange nicht, dass wir uns um eine gebührende Einweihungsfeier des Bahnhofes bringen lassen, nicht wahr?